Ja, meine Freunde, es ist endlich soweit. Folge 200 steht an. Ich kann es kaum glauben, dass wir es schon so weit überhaupt geschafft haben, mit Nerim das so lange zu zocken. Aber bevor es tatsächlich auch losgeht, eine kleine Sache vorneweg. Und zwar das Best-of für die Leute von euch, die es noch nicht gesehen haben. Und Best-of Teil 2. Einmal die ersten 100 Folgen im ersten Teil ungefähr und einmal die zweiten 200 Folgen im zweiten Teil. Beides von Terramorphus. Das heißt, ihr könnt jetzt hier auf die kleinen Bildchen, die Vorschau-Videos klicken und die bringen euch dann direkt zu den jeweiligen Best-ofs. Schaut's euch an! Der zweite Teil ist passend hier pünktlich zusammen mit Folge 200 rausgekommen. Und dann könnt ihr euch erstmal damit hier ein bisschen vergnügen. Und jetzt geht es gleich weiter direkt in Erodin. Willkommen zurück, meine Freunde, in der bezaubernden Welt von Nerim. Es geht ein weiteres Mal weiter. Ein weiteres Mal haben wir eine 100er Marke geknackt. Dieses Mal machen wir aber tatsächlich mit Nerim etwas. Nicht so wie das letzte Mal. Ich stelle hier nicht meinen Skyrim-Charakter vor oder sonst irgendetwas. Die Besonderheit werdet ihr vielleicht schon an der Folgenlänge erkennen. Und ihr seid auch sicherlich dem Best-of gefolgt, dem zweiten, dem neuen. Falls nicht, hier ist der Link, Mann. Jetzt geht er endlich drauf. Klick jetzt, ey. Und ansonsten machen wir jetzt weiter. Und zwar, ihr würdet euch jetzt wahrscheinlich fragen, warum bist du wieder hier im Thronsaal? Ich dachte, wir wollten erkunden gehen oder sowas. Was ist hier los? Ich verstehe das nicht, wa? Keine Sorge, alles unter Kontrolle. Und zwar habe ich ja gesagt, wir gehen erstmal viel erkunden und anderen Kram machen. Und tatsächlich, wir haben ziemlich viel anderen Kram gemacht. Paar Kopfgeldaufträge, nächstes Ziel ist die Wüste. Hauptquest ist die Wüste. Und ansonsten haben wir alle anderen Nebenquests, die wir sonst noch so direkt aktiv hatten, erledigt. Wir waren auch in den Nexushallen, wir waren in den Zwergenminen, wir waren überall an den Orten, wo ich sowieso als erstes noch hin wollte, direkt. Und ansonsten, das Einzige, was jetzt noch auf der Liste übrig geblieben ist, oder was auf der Liste übrig geblieben sind ganz viele andere Ruinen und Dungeons allgemein aus dem Mittelreich. Und aus dem Nordreich. Aber die ganzen Sachen, ich habe mich mittlerweile immer mehr dazu entschlossen und habe mich immer mehr dazu... Wow, was war das? Oh mein Gott, Sana! Die Kamera, oh mein Gott, was ist geschehen? Du hattest gerade eben eine außerkörperliche Erfahrung. Nein, aber ich habe mich dazu entschlossen, dass wir das einfach so machen, wie ich es auch schon vorher eigentlich vorhatte. Ich werde einfach alle Dungeons und alle anderen Sachen, die wir erkunden gehen, die nichts mit der Hauptstory zu tun haben, in eine Folge zusammenfassen. Nebenquests aus dem Südreich mache ich, das zeige ich natürlich noch ganz normal. Und einige Dungeons natürlich auch normal aus dem Südreich. Keine Sorge, bevor irgendwelche Leute von euch wieder irgendwelche Anfälle kriegen und oh mein Gott, Baston, wir gehen nicht mehr. Ich werde irgendwelche Designperlen euch natürlich noch zeigen, aber ob ich dieses Zusammenfassungsvideo jetzt mache, bevor es mit der Hauptstory weitergeht, oder nach der Hauptstory mache, dürfte euch eigentlich egal sein, da es so oder so gezeigt wird. Und das wird für die Leute wahrscheinlich jetzt hier interessanter sein, die nur die Hauptstory sehen wollen und denen das Erkunden eigentlich egal ist, und die Leute, denen das Erkunden wichtig ist und die gerne alles sehen wollen, die werden das dann jetzt noch am Ende sehen. Das ist von daher kein Problem. Überlevelt bin ich so oder so, das heißt, ich würde wahrscheinlich jeden normalen Dungeon aus dem Mittel- und Nordreich wegblasen ohne Probleme, das heißt, daher macht das jetzt auch keinen großen Unterschied. Also wollen wir einfach mal ein bisschen weiter mit der Hauptquest machen. Mit Folge 200 eine richtig dicke Portion davon. So, mit wem von euch sollte ich sprechen? Ich glaube mit Callisto. Sprechen wir jetzt auch. Ja, let's go! Fein. Also, wie gesagt, wir nehmen den östlichen Weg. Um den Posten an der Grenze werde ich mich kümmern. Arantial hat mir einige gefälschte Unterlagen gegeben, die uns als Angehörige des Tempels ausweisen. Die werden uns im Südreich selbst zwar wenig nützen, aber für die Torwache wird es reichen. Ich bringe uns bis nach Wellenfels. Dann ist der Weg nicht so weit. Vielen Dank. Ich weiß zwar nicht... Oh, Kapitel 4. Anfang vom Ende.
Wirklich schon das Anfang vom Ende? Das ging ja schnell. Achso, ich wollte gerade fragen, wie war das mit Kim? Kommt der nicht mit? Aber der ist ja auch da. Ah, schön sieht das hier aus. Jedes Mal, wenn ich Nerim wieder neu starte und irgendwo hingelange, hingeportet werde oder sonst was, so wie hier gerade, muss ich mir einfach denken, wow, so ein hübsches Spiel. So, Callisto, dann beweg mal deinen alten, knackigen Hintern ein bisschen weiter nach vorne. Ha, knackig, versteht ihr? Weil ein alter Knacker ist. Doppeldeutig. So, den Pfad bin ich ja noch gar nicht lang gerannt. An Wellenfels vorbei, weiter oben entlang. Die Eispranke hat es bewiesen. Ich bin so gespannt, jetzt mehr vom Südreich zu sehen. Oh mein Gott, ein Kroko! Au! Oh Jesus! Oh Gott, lieber schnell ausweichen. Jetzt habe ich zwei von solchen Helden da. Der eine will mich elektrisieren, der andere schießt mir irgendwelche Lehmpfeile in den Hintern. Jesus! Habt ihr den immer noch nicht geschafft? Achso, ich habe ja den Stab jetzt. Boom! 71 Erfahrung, es lohnt sich ja gar nicht mehr, da noch Mitte drauf zu hauen. So wie die dabei abgeben, das ist ja nicht mehr normal. Vielleicht hätten wir auch zuerst auf die Reittiere steigen sollen und dann den Teleportzauber benutzen. Wäre eventuell ein bisschen schlauer gewesen. Und schneller. Oh, shit. Ich meine, oh nein, das ist ja schrecklich. Diese rote Wolke von dem Feuerzauber war größer als erwartet. Diese Blitze, Callisto, ich bin ja der Einzige, der mit den ganzen Elementarsachen rumjonglieren darf. Du bist eine Bedrohung für die Öffentlichkeit, wenn du damit rumschleuderst. Ich manchmal auch, aber nicht so oft wie du, garantiert. Achso, für die von euch, die jetzt diesen kurzen Ausschnitt, als die Kamera hinter uns gezoomt hat, es nicht bemerkt haben, ich spiele übrigens ein bisschen weiter mit dem Magiewindeset, einfach weil ich finde, dass das verdammt cool und stylisch aussieht. Was ich auch bemerkt habe übrigens, das ist mir so spontan beim ersten Ausrüsten gar nicht aufgefallen, aber hier, schaut euch das mal an, hier dieser türkisene Stein in der Mitte, dieses grüne Dingens, was runterhängt, wenn ich die Haube zum Beispiel abziehe, und der Komplettbonus nicht mehr erlernt ist, dann diese kleinen Details auf der Robe sind einfach nicht da. Ich frag mich, ob das bei den anderen Sets auch so ist, dass die im Gesamten, wenn man wirklich alles ausrüstet, irgendwie mega geil aussehen. Ihr könnt ja hier sehen, das mit dem Grünen, das Türkisene in der Mitte und noch ein paar andere Sachen, wenn ich das hier ausrüste. Ja genau, hier diese Flasche am Rand und lauter so viele kleine Details, die richtig krass geil, mega voll crazy aussehen. Gefällt mir richtig gut. Meine schwere Rüstung habe ich natürlich auch noch dabei, falls wir in irgendwelche engen Räume gezwängt werden. Aber solange wir hier unterwegs sind, lasse ich mal zum Spaß einfach das hier an. Wisst ihr was? Wir können es uns ja leisten. Oh. Oh, damn. Oh, wow. Krass. Das geht ja voll ab hier, Mann. Ihr da, kehrt um. Niemand darf über die Grenze. Auch nicht ein hoher Priester des Tempels? Nein, mir ist nicht bekannt, dass hier einer vorbeikommen soll. Nun, es ist fraglich, ob das für euch spricht. Werft doch mal einen Blick auf diese Papiere und dann trollt euch. Wir wollen durch. Oh, ihr, so verzeiht mir. Ich öffne sofort. Wenn das Tor nicht in 3 Sekunden offen ist, werde ich euch beim Tempel melden. 1, 2. Das war keine Sekunde. Na bitte, es geht doch. Ist der doof? Callisto konnte die Wache mit den gefälschten Papieren überzeugen. Um durch die magische Barriere ins Südreich zu gelangen, müssen wir uns aber noch den Schutzzauber vom Grenzstein holen. Okay. Benutzt diesen Runenstein hier. Mit seinem Zauber können wir die magische Barriere durchbrechen. Okay. So viele Altairs, was ist da los? Guten Tag, will jemand mit mir reden? Verschwindet. Okay, Jesus, Mann. Niemand mag mich, ey. Ich möchte da hoch. Ach komm, die 3 Wachen hätten wir auch geplättet wie nix. Ihr nähert euch der magischen Barriere des Südreiches. Der stechende Schmerz in eurem Kopf rät euch, der Barriere nicht näher zu kommen. Oh, das wäre wohl passiert, wenn wir vorher schon hierher versucht hätten zu kommen.
Das heißt, wir hätten gar nicht das Südreich betreten können vorher, ohne die Hilfe hier. Interessant. Wir sind im Land. Gut soweit. Wir werden uns als erstes mit einer unserer Agentinnen hier treffen. Sie wird mit uns zusammenarbeiten und helfen, uns hier zurechtzufinden. Ihr Name ist Nikki. Wie süß. Und wir haben einen Treffpunkt vereinbart. Auf dem Weg dorthin werden wir Ostian, die Hauptstadt des Südreiches und Sitz des Tempels, durchqueren. Folgt mir, ich führe uns hin. Super. Nikki, Nikki. Dankeschön, ab durch die Barriere. Boah, sieht das hier wieder interessant aus. Die Luft ist hier so richtig zum Teil schon grünlich da hinten am Horizont. Wieder die Kristalle, der Boden allein schon. Wow, es scheint hier echt magisch verseucht zu sein, schon wieder. Ob nur die Grenze so ist? Oh, geil! Die Pflanzen, beleuchtet von dem Kristall. Schön. Also nicht schön schön, creepy schön, aber trotzdem schön. Oh. Was? Was? Wo? Ach so. Oh, Kim, hau ab, Mann! So. Nublettenräuber bleiben immer noch Nublettenräuber. Zeig mal, Stufe 28. Ah ja. Also wahrscheinlich so die Mindeststufe, wenn man zum ersten Mal hier reinrennt. Oh, guck mal hier. Was ist hier an dem Ende des Weges? Weiß ich nicht, ob wir da lang... Ne, wir werden nicht da lang rennen. Ostian, Leuchtfeuer, Wellenfels. Leuchtfeuer, hier ist ein Schild für den Ort. Okay. Oh. Muss mal Augen aufmachen hier, was ist denn da los? Sana, die blinde Sa... Ich will nur mal kurz gucken, was hier ist, Leute. Okay, also scheinbar einfach irgendwelche normalen Räuber und irgendeine Ruine. Boah, ist das geil, so viel Magika-Regeneration zu haben. Ich krieg zwar deutlich mehr auf die Mütze, aber so ist der Schwierigkeitsgrad immerhin so ein bisschen... Ne? Ausgeglichen, ne? So, das stecken wir hier alles ein. Gebt mir euer Zeug her. Das Ding gucke ich mir jetzt erstmal nicht an, da drin, ne? Wisst ihr Bescheid? Vielleicht. Aber wisst ihr was? Ich hole mir kurz die Markierung auf der Karte, damit wir Bescheid wissen, dass hier etwas ist und wissen, wie auch das heißt, damit ich das auf meine Liste schreiben kann. Festung Suran. Ah! Ich bin ein Magier! Ein Vollblutmagier quasi. Oh, lecker Apfel. Kann ich mal essen hier? Was für Tränke machen, aufbewahren? Vergiss es ist lecker. Ein paar Eispranken. Festung Suran ist auf der Karte eingetragen, ja, alles klar. Das ist zwar nicht ganz an der Wegspitze und mich interessiert trotzdem noch, was auf der Karte ganz an der Spitze ist. Aber das muss ich erstmal nicht wissen, das ist egal. Ich möchte nur verzeichnet haben, dass hier auf jeden Fall allgemein an dem Zipfel noch etwas sich befindet und dann werden wir garantiert früher oder später hier nochmal vorbeirennen. Aber erstmal noch eine dicke Portion Hauptstory. Ich möchte zumindest in Ostian, nicht Ostian, in doch Ostian. Na, wie heißt du nochmal? Doch Ostian. Dort will ich ankommen. Und wenn wir dann uns erstmal so ein bisschen eingerichtet haben und nicht mehr hier die zwei Kerle eskortieren müssen, dann werden wir weiterschauen. Was sind das für Pflanzen? Drachending? Drachenbaum, genau. Oh yeah! Ich weiß nur, was das für eine Pflanze ist wegen Blood and Mud. Wegen dem Mod. Oh! Unsichtbare Elementare, okay. Oh Gott, ich sehe nix. Das ist echt doof. Sogar zwei von euch oder so. So, jetzt seid ihr wieder sichtbar. Jetzt seid ihr dran, Mann. Immerhin scheinen die nicht so viel Leben zu haben. Da.
Nimm das! Ich muss sagen, der Vorteil ist, ich kann jetzt so viel zaubern, wie ich lustig bin. Der Nachteil daran ist, ich habe keine Nahkampfwaffe jetzt natürlich, ne? Ich kann jetzt nur Zauber sprechen. Und ich weiß, dass dann gleich wieder einige sagen... Ja, Stone, wir wollen eine Abwechslung im Kampf, nicht nur die ganze Zeit Zauber. Geh mal ein bisschen auf Tuchfühlung mit den Fischern. I know. Aber das Fett ist voll geil. Und da ich schließlich auch darum gebeten wurde... Komm, Stone, komm. Komm, mein guter Mann, probier mal ein bisschen das Set aus. Wir wollen sehen, wie geil die Magiker-Regeneration ist. Wisst ihr, was ich richtig geil fände, was bei Enderal geil wäre? Ich habe zwar nicht geplant, einen Magier zu zocken, aber wenn man so Dinge kombinieren könnte, so Zauber, wie auch bei einigen anderen Action-RPGs, zum Beispiel, ich kann einen Wasserzauber auf den Gegner machen und wenn ich dann als nächstes einen Blitzzauber schieße, dann macht das erhöhten Schaden, weil der Gegner dann ja nass ist. Das wäre mal richtig geil, so ein Kombi-System, auch bei Zaubern. Das wird dann nochmal richtig so Frische einleiten und dann könnte ich so ein bisschen so, huabam, erstmal so, zack, und dann das hinterher. Und dann wäre automatisch der Kampf viel dynamischer und das wäre gar nicht mal so schwer zu coden eigentlich. Sogar ich wüsste, was man dazu machen müsste. Zum Beispiel, wenn man mit dem Wasserzauber einen Gegner trifft, bekommt der einen Debuff, wo zum Beispiel für 5 Sekunden oder für 10 Sekunden der Blitzschaden um 50% erhöht wird oder sowas. Ganz einfach einzurichten oder sollte ganz einfach einzurichten sein. Und mit einem geilen Effekt eigentlich, mit richtig coolen Möglichkeiten. Ich frage mich, ob sich sowas bei denen dort in der Entwicklung befindet. Diese kargen Bäume übrigens da hinten sehen auch wieder richtig cool aus. Wie sie im Wind wehen. Wow, der Ast hat mich desorientiert. Oh, Kim, hau ab! Metamane! Wie heißen die Viecher? Arkangolem. Nein, Kim! So. Also, weiter. Achso, ich muss euch erstmal wieder abholen. Dieser ganze Grenzbereich ist echt crazy, ey. Ich dachte, das wäre nur hier an der Grenze, aber der ganze Weg. Wow, das ist weniger Wüste als erwartet, aber vielleicht ist das erst wirklich im Süden des Südreiches, also in diesem Gebiet hier, alles mit Wüste verdingst. Der Krater hört sich ja auch schon mal richtig cool an. Da werden wir auf jeden Fall noch überall unterwegs sein. War Grenzfortruine. Aha. Ach, du bist Callisto. Oh, du hast die gleiche... Nee, nicht die gleiche Robe, aber... Ach, das ist ja nur der Stab. Scheiße, ist der tot? Der bewegt sich nicht. Ich meine, der ist ohnmächtig, okay, aber... War das schon alles? Okay, vorsichtig, du bist nicht Callisto. Tot? Alles klar, willst du mich jetzt töten, Callisto, oder... Nein? Hallo? Wir sind im Land. Gut soweit. Wir werden uns als Erstes auf dem Weg dorthin... Okay. Kurz ansprechen, hat er sich wieder gefangen. Ich warte hier noch kurz. Verbanntenrobe. 190 Münzen wert. Oh, crazy. Und wiegt nur zwei. Wow. Ich dachte, das wäre eine stinknormale Totenbeschwörerrobe. Also hat das gleiche Model auf jeden Fall. Kim? Bist du irgendwann an meinem Rücken vorbeigelaufen? Hallo? Ach, du hast wieder die halbe Map am Hintern. Sag doch das was, bevor hier dein Hintern noch gefrostet wird. Apropos Frost, besser wäre wahrscheinlich das hier. Oh Gott, die Lags. Oh, day. 6 Bilder pro Sekunde, wow. Okay, das ist nicht mehr feierbar. Ein Save schnell einschmeißen, bevor er irgendwie hier mir noch das Spiel abschmiert. Haben wir hier wieder das gleiche... Jetzt ist er schon wieder bewusstlos, ich glaub's ja nicht. Wow, okay. Okay, I get it. So ist es relativ flüssig. Es sind wieder die Zauber. Ja, das sind die Zauber. Okay, damit hätten wir ein kleines Problem. Warten wir noch kurz, bis Kim wieder aufsteht.
Und während der sich Zeit nimmt, hier so ein bisschen wach zu werden, ziehe ich mal wieder meine andere Ausrüstung an. Ich muss das einfach kurz wechseln gerade, weil so geht das doch ein bisschen slow. Also von der Framerate her. Und ich will nicht die Sichtweite wieder runterstellen, damit hier alles so ein bisschen... Ah, der steht ja wieder. Wenn ich anfange zu casten, ja, das ist das dunkle Waldproblem. Und, ja, und wenn ich die Fackel raushole, gibt es auch nochmal einen dicken Lag. Aber die Fackel, ihr seht ja, die bringt eigentlich so gut gerade wie gar nichts. Also renne ich mal ohne Fackel. Und es ist eigentlich hell genug. Einfach nur grün halt. Ey. Oh, kacke, diese Lags. Leider fängt es eben auch an zu laggen, wenn die einen Zauber schießen. Nicht nur bei mir. Oh, da hinten ist irgendwas. Wow, das Südreich wird wieder so viele Ruinen haben. Oh, cool, interessant. Kurz mal die Markierung holen. Oder? Kurz? Hallo? Wow, was ist das denn? Du siehst komisch... Ja. Ach, das sind diese Viecher hier. Kontaminierte Lederhaut. Aber erstmal ein Brotleib mitnehmen. Der Typ, also dieses Vieh da, das war garantiert Franzose. Hallo? Da. Le Baguette. Der Kerl hat sich bestimmt dieses Brot unter die Achsel geklemmt. Ist ja ekelhaft. Oh, unmöglich. Okay. Na gut, ist mir ja auch egal. Ich wollte eigentlich hier nur gucken, nur just in case, ne, falls wir wieder irgendwo mal hier erkunden gehen wollen. Aber wow! Schaut ihr eigentlich auch ab und zu mal kurz auf den Kompass unten? Wie viele Ruinen uns hier durchgehend angezeigt werden? Das ist echt nicht mehr normal. Das Südreich ist, glaube ich, voller bepackt als das Nordreich. Ja! Alter! Du hast mich mit deinem verdammten Blitz fast schon wieder getötet, Callisto! Bah. Irgendwie zweifle ich so langsam an meinen Absichten, dass ich den beiden helfen will. Zumindest im Kampf. Weil so einen Blitz ins Kreuz zu bekommen, ist echt nicht schön. Und schmerzhaft. Und mein Hintern ist danach schwarz. Schieß deinen Blitz erstmal ab. Ich greife jetzt von hinten an. 56 Erfahrung. Das lohnt sich ja nicht mal irgendwie meine Aufladung von der Waffe dafür zu verwenden. Ich habe bis jetzt hier noch keine Feuerfunkenkapseln. Hallo? Ich darf nicht zu schnell gehen, sonst bleiben die wieder stehen. Keine Bonuspflanzen gesehen. So verseucht wie das hier ist, werden auch wahrscheinlich nirgendwo irgendwelche wachsen. Wie weit haben wir es denn noch laut Weltkarte? Nicht mehr so weit. Wir haben hier den größten Teil schon geschafft. Wow, wir sind echt... Wo ist denn Wellenfels? Hier. Wir sind wirklich schon diesen ganzen Weg gelaufen. Nicht schlecht. So zwei Drittel vom Weg wahrscheinlich. Vielleicht ein bisschen weniger als zwei Drittel. Das ist ja das reinste Elementarparadies. Von den Feinden her. So viele Elementare. Hallo? Oh, ach so. So, wie immer gehe ich natürlich hinter das Vieh. Was ich aber auf jeden Fall letzte Episode, die 99, ein Thema angeschnitten habe. Was ich ein Thema angeschnitten habe. Of course. German Difficult Language. Und zwar, was für eine Klasse ich in Enderal spielen werden will. Da hatte ich ja letztens nur kurz angesprochen, ja, wisst ihr was? Ich habe einen Krieger in Oblivion gespielt, was ich in Folge 100 vom Let's Play vorgestellt habe. Und das war, ja, der war ziemlich langweilig, weil er sonst nichts anderes konnte. Dann im Oblivion Let's Play habe ich einen puren Bogenschützen gespielt, damit wäre das auch schon mal abgedeckt. In Nerim habe ich einen, oh wartet mal, ich habe eine Idee während den Fackeln. In Nerim habe ich ja eine Nahkämpferin mit Zwei- und Einhandwaffen, Einhandwaffe mit Schild oder Zweihandwaffe kombiniert mit Zauberin ausprobiert. Und jetzt möchte ich für Enderal in eine ein klein wenig andere Richtung gehen.
Probieren wir einfach mal aus Jux und Dollerei die Neonfackel aus. Ja, die ist ein bisschen extrem. Heißt wohl nicht umsonst Neonfackel. Waldfackel, hier. Unterschied, Achtung, altes Grün, neues Grün. Viel dezenter, nicht mehr so extrem. Und ich finde es eigentlich so ganz gut, um so Felsen in der Nähe zu beleuchten. Sieht fast genauso aus wie das Originalgrün, mit dem man hier rumläuft. Ja, perfekt. Diese Fackel komplimentiert meine Umgebung genau richtig. Und Callisto sieht noch verseuchter aus mit dem grünen Schein von hinten. Auf jeden Fall in Enderal habe ich mir überlegt, so eine Diebesklasse zu spielen. Sprich, zwei Einhandwaffen, wir werden dann sehen. Vielleicht mache ich auch zwei Dolche, zwei Schwerter, das hört sich aber ziemlich normal und lame an. Am besten wären natürlich zwei Keulen oder zwei Äxte, das hat sogar ein bisschen was Besonderes. Auch wenn es natürlich dann zu einer Schleichklasse nicht so super passt, aber das ist mir egal. Der Vorteil... Wow, habt ihr das Gebiet gesehen, was wir gerade betreten haben? Das sieht crazy aus. Der Vorteil in Skyrim im Vergleich zu Oblivion ist ja, in Skyrim gibt es nicht mehr stumpfe Waffen und spitze Waffen und sowas, sondern einfach nur Einhandwaffen, Zweihandwaffen. Das heißt, wir spezifizieren uns auf Einhandwaffen und zweimal eine Einhandwaffe und dann haben wir schon, können wir alles ausrüsten. Was steht hier? Fünfte Verkündigung, das Kuh-Tuch. What? Okay, Pilgerreise. Ich habe einen von 7 Schreinen im Südreich besucht und die Inschrift am Sockel gelesen. Aha. Ich habe die 5. Verkündigung. Okay. Cool. Ich lese das gleich vor. Moment, bevor ich hier irgendwie... Ich weiß jetzt nicht, von wo aus die Pilgerreise geht. Vielleicht einmal um Ostian rum oder sowas? Das ist nur eins, ne? Ja, damit. Also in Ostian werden wir wahrscheinlich erfahren, worum die Pilgerreise uns führt. So, bevor es mit dem Klassenthema in Enderal weitergeht, lese ich es einfach mal kurz vor. Because why not? Ich weiß nicht, ob wir hier nochmal vorbeilaufen werden. Das Tuch. Ein kleiner Junge wollte seine Schwester erschrecken, weshalb er sich ein Tuch um den Kopf band und in einer dunklen Ecke auf deren Heimkehr wartete. Als sie kam, sprang er hervor und machte ihr furchtbare Angst. Der Vater sah dies und wollte den Jungen züchtigen. Doch der Schöpfer streckte seine Hand aus und schickte einen Funken seiner Macht in das Tuch, das sich daraufhin lebendig geworden und wie eine Schlange um den Hals des Vaters zog, sodass dieser keine Luft mehr bekam. Und der Schöpfer sprach vom Himmel herab: Siehe, dein Sohn hat recht getan. Er hat deiner Tochter das Fürchten gelehrt und genau das ist es, was ihr Menschen zu jeder Zeit tun sollt. Euch fürchten und eure Mitmenschen stets an diese Furcht erinnern. Als der Vater kurz davor war zu ersticken, löste sich das Tuch wieder von seinem Hals und war leblos. Nie wieder bestrafte er seinen Sohn dafür, anderen Menschen Angst gemacht zu haben. Okay. Der Schöpfer ist mir schon jetzt unsympathisch, aber ich muss sagen, geile Entscheidung, das jetzt schon zu lesen. Jetzt bin ich umso neugieriger, diese Pilgerreise zu machen und zu lesen. Noch mehr von den Verkündigungen und von dem Schöpfer zu lesen. Der hört sich ja an wie so ein crazy Bastard. So. Diebesklasse wollte ich machen mit 2 Einhandwaffen. Kombiniert mit einem Bogen. Ich habe nämlich in Skyrim noch nie eine Diebesklasse gespielt, sprich auf Bogen fixiert, auch nur wieder Nahkampf. Das heißt, das wäre für mich ganz interessant. Oh Gott, vorsichtig, vorsichtig. Kim? Ah, da, okay. Sehr gut. Und ja, auf so ein Stealth-Char hätte ich sowieso mal Lust, weil in Oblivion war ja so einen schleichenden Charakter zu spielen immer so eine, so eine doofe Sache. Wenn man einmal einen Pfeil geschossen hat auf einen Gegner, haben die eigentlich einen fast immer gefunden, weil die Entdeckung bei solchen Sachen einfach viel zu gut lief und viel zu weitreichend war, sodass man nicht wirklich einen Schleichcharakter spielen konnte, ohne irgendwelche, oh, guck mal, Palmen. Ohne die passenden Mods. Ostian, ah, wir sind auf dem richtigen Weg. So, sehr gut, dann muss ich ja nicht mal meine verseuchte Fackel tragen. Bah.
Ich hole nicht mal aus und free-hitte die Viecher. Nice. So ein Nachtspaziergang finde ich auch ganz cool. Oh, oh wow, okay. Wartet mal kurz, das sieht hier gerade zu geil aus, um dran vorbeizugehen. Nächster Flavor, Eisfackel. Perfekt zu den Kristallen hier. Boom, nice. Wenn man die richtig switcht, die Fackeln, dann macht das schon was her. Verlassener Steinbruch. Den loote ich schon gar nicht mehr. Ist egal. Interessant. Ich denke, hier werden wir auch auf jeden Fall noch weiter reinrennen. Also falls hier irgendwas zum Reinrennen ist, natürlich. Sieht nicht so aus. Nein. Vielleicht wird noch irgendeine Quest hier mit verbunden sein. Aber hier haben wir eine Kiste. Ich nehme mal mit. Aber diese Steine hier, schon so ein bisschen Pyramiden-Style und so weiter. Also, naja, was heißt Pyramiden-Style? Es sind halt Steine, die zu Quadern gehauen wurden. Aber erinnert definitiv schon an Mittelreich. Südreich, natürlich. So, machen wir mal ein bisschen wieder... Oh, guck mal da. Dich habe ich gesehen, Loot. Und die Flasche auch. Hier habe ich aber auch wieder sehr wenige Frames. Ich glaube, das Südreich ist allgemein so ein bisschen geplagt. Sieht das hier schön aus? Sind wir gerade in der Morgendämmerung? Feinde sind in der Nähe, könnt nicht warten. Aber wieder geile Musik auch dazu. Awesome! Oh, sieht das geil aus! Oh, 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 oh! Damn, son! Wisst ihr was? Ich kann leider mit Tee gerade nicht warten. Ich würde das gerne richtig, richtig gerne bei Sonnenschein sehen, diese Felsen. Boah, das sieht bestimmt richtig cool aus. Na gut, müssen wir uns später reinziehen oder sobald ich in irgendeinem Gebäude bin und warten kann. Jetzt leider geht's nicht. Gut, diese Fackel passt jetzt gerade gar nicht mehr. Aber was wir jetzt als nächstes probieren könnten für Fackeln so, ne? Ist ja das Südreich. Die ist zwar nicht sehr lore-friendly und ich habe einen einen Käsewürfel vorne drauf. Hallo, Anhänger des Schöpfer... Oh, man! Du siehst so sauer aus. Ich glaube, du brauchst ein bisschen Käse. Hier. Cheese makes you happy. Nimm das, Mann. Oh, hoppala. Das wollte ich eigentlich nicht. Erste Verkündigung. Die Schande. Das ist ja direkt bei Ostian. Wisst ihr was? Dann geht hier wahrscheinlich auch die Pilgerreise los. Dann werde ich auf jeden Fall die machen. So, und wieder zurück. Gerade ist es wieder abgeschmiert. Oh, interessante Häuser hier mit Übergang. Werden wir gleich endlich in Ostian sein nach dieser langen, langen Reise. Hallo? Komm. Hallo? Hey. Wir sind im Land. Gut, auf dem... Ah, okay. Also im Zweifelsfall, wenn der Typ nicht mehr weiterläuft, einfach mal ansprechen. Oh, it's coconut trees. I like coconut. Coconut is delicious. Oh, coconut. Coconut. Alter, hier ist da Coconut. Oh, Palmski. Oh, ist das toll. Ich liebe Palmen. Hört nicht auf diesen Schwätzer. Wie krank muss man sein, um solchen Unsinn für bare Münze zu nehmen? Und wie ist es um mein Land bestellt, das auf so etwas aufbaut? Ich weiß es nicht. Doch unter den Schakalen. Da rede ich über Coconuts und geile Palmen und er sagt, hört nicht auf diesen Schwätzer. Hast du ein Problem? Wen hast du eigentlich gemeint? Den da?
kriechen im ruchlosen Dunstkreise ihrer Laster ist eines. What? Warte mal. Und böser noch. Und schmutziger. Hä? Ich kann mit dem Headset nicht lokalisieren, aus welcher Richtung er spricht. Was möchtet ihr kaufen? Okay, das sind hier ein paar Händler auf dem Marktplatz. Leider sind wir halt gerade in der Nacht angekommen. Und ich kann nicht warten. Des Schöpfers Wille. Ah, ein bisschen Story. Die Arena. Oh, eine Arena. Hallo, mein Geldverdienst. The fuck? Ja, das war kein Skelettschocker, aber er hatte auch einen aufgerissenen Mund. Ich will keinen Ärger. Okay. Mahmud. Ja, ja. Wenn ihr in zweifelhaften Tagen steckt, geht zu Mahmud, der macht euch Mut. Die Arena von Ostian sucht Kämpfer. Verfügbare Kämpfer melden sich an der Arena von Ostian am Marktplatz hinter dem großen Wachturm. Ah. Oh, geil. Kann ich da auch irgendwie so zum Großmeister werden? Nice. Okay. Schalten wir erstmal aber nicht aktiv. Gebetsraum. Ah, seht mal einen an. Hier können wir jetzt warten, bis es Tag ist. Und wisst ihr... Oh, schön. Schön. Oh, damit mit meiner Fackel sieht es ja noch besser aus, mit der Sonnenfackel. Dadurch sieht es aus, als ob die Kerzen hier, die jetzt am Rand stehen, voll die große Reichweite hätten. Und irgendwie so ein leicht orangenes Licht hat auch so einen heiligen Anschein. Boah, hört ihr das? Oh, wow, cool, richtig cool. Die Götter. Die Verbannten von Ostian. Oh, ich glaube, das stört euch nicht, ne? Das war eines der Bücher, die mir empfohlen wurde. Als Vorgeschichte zu Ostian kann ich mich auch hier irgendwie... Coole Textur. Ja, ohne meine Fackel sieht es eigentlich ziemlich normal hier aus. Mit dem Licht, ey, hier, mich sollte man mal anheuern für Lichtsetzung. Hoho. Richtig cool. Okay. Ein heiliger Ort. Aber was ich eigentlich mache, weswegen ich in erster Linie hier reingelaufen bin, das war ja nicht zum Spaß, ne? Und zwar ist es zwar ganz cool, hier bei Nacht rumzulaufen, aber ich will Ostian bei wunderschönem Sonnenschein zeigen, während die Sonne in praller Hitze auf die Palmen niederschlägt. Das hat doch mal bestimmt was. Und ich möchte nicht dazu gezwungen werden, mit der Fackel die ganze Zeit rumzulaufen. So, hier fehlt Orange. Hier fehlt viel Orange. Oh wow, da sind die... Wow, wow, wow! Die Stadt sieht so geil aus. So halb über den Berg gebaut, hier rüber am Horizont entlang. Eine riesige Statue in der Mitte und überall diese Brücken und Palmen. Und man hört, wenn ihr ganz genau hinhört, im Hintergrund die Insekten, wie sie zirpen und... Hört mal hin. Boah, richtig, richtig cool. Okay, aber wir müssen erstmal mit den beiden Kerlen ankommen, bevor wir hier irgendwas machen. So. Ihr ganzen Händler und... Ach, du hast gesprochen. Knie mit einer rostigen Klinge zu durchstechen, denn selbst kniend ist der Mensch noch nicht würdig, seine Heiligkeit anzubeten oder auch nur zu ihm aufzusehen. Der einzige Weg zum Schöpfer ist das Leid, die Tortur. LOL! Oh, das hat mir niemand übel genommen. Das hätte ich nicht erwartet. Okay. Das ging leichter als erwartet. Das musste ich einfach testen. Ich habe schon in Skyrim diesen Labersack nicht so besonders gemocht. Stone, du machst genau das Gleiche die ganze Zeit, während du Let's Plays. Ja, aber weil ihr es hören wollt. Also, wahrscheinlich. Weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Die siebte Verkündigung inklusive Blut. Das Messer. Oh, ich bin echt gespannt auf die Pilgerreise und was die ganzen Sachen hier zu sagen haben werden. Die ganzen Säulen. Wow, diese Stadt ist ja riesig. Die ist noch größer als da
im Nordreich, ne? Dingens, vergessen wie das heißt hier, wo Taranor herrscht. Das lässt mir jetzt keine Ruhe, versteht ihr? Na, wie heißt du? Nicht Treomar, das war die andere große Stadt? Na, Carbaid, natürlich, Carbaid. Oh, cool. Schwebt der Felsen? Okay. Das war wahrscheinlich wohl ihr Schöpfer. Habe ich die Weitsicht eigentlich an? Ich kann irgendwie so gar nicht... Aus, warum aus? What? Ah, viel besser, hallo. Jetzt hat alles nicht mehr so einen Blauschimmer und ich dachte schon, was ist hier los? Mich schon gewundert, wie das hier aussieht. Vielleicht, weil mein Nerim abgestürzt ist, hat sich das irgendwie wieder zurückgesetzt? Ich weiß es nicht. Hier ist ein Schild für Treomar, da musst du aber ganz schön weit laufen. Na, was? Ja, was ist denn jetzt schon wieder, Kinnas? Da, what? Ah, ach so. Ah, sorry. Eine Südspinne. Aschernapfeile kann man verkaufen. Boah, der Hintern war aber nicht sehr schön. Da waren zwei Haken, selbst am Hintern. Jo, anstatt mit den Klauen an den, mit den Zähnen sich festzubeißen am Opfer und ihr Gift zu injizieren, bohren sie ihr Hinterteil in deine Augen. Die Vorstellung, oh, sieht das schön aus. Wow. Wow. Wow! Lasst das mal auf euch ein bisschen wirken. Die Musik ist jetzt zwar gerade nicht episch und schön zum Genießen von coolen Landschaften, aber mit dem ganzen hohen Gras und den zirpenden Vögeln und ah, mir gefällt die Farbpalette richtig gut. Oh, ich seh's schon kommen. Ich werde das Südreich lieben und jedes letzte Eckchen erkunden gehen. Blumenwiese! Oh, schön. Ach so, wir sind wohlbehalten angekommen. Ah, da ist sie. Wenigstens klappt mal etwas so, wie es soll. Schön zu sehen, dass ihr es über die Grenze geschafft habt. Ich habe schon alles für euch vorbereitet. Fein. Was wäre das? Zuerst einmal eine Behausung. Sie liegt am Hafen von Ostian. Hier ist der Schlüssel. Gut, dann haben wir wenigstens eine Basis. Hilda! Wer seid ihr? Niemand darf sich hier aufhalten. Oh. Das ist Sperrgebiet. Oh nein! Ganz ruhig jetzt. Ich werde sie abschütteln. Sie dürfen nichts von uns erfahren. Wir sind Angehörige des Tempels und haben das Recht, uns außerhalb Ostians aufzuhalten. Verdammt nochmal, so greift doch endlich an. Was? Wer hat es gerade eben in so ruhiger Stimme gesagt? Verdammt nochmal, so greift doch endlich mal an. So, meine Freunde. Boom, weg mit ihm. Oh, der Berserker ist unterwegs. Boom, weg mit dem. Oh, ich bin sowas von sauer. Boom, nicht weg mit ihm. Zack. So, noch jemand? Oh yeah, ich habe ihn eigentlich voll getroffen, aber irgendwie auch nicht. Collision Detection in Nerim, yeah! Was sollte das? Warum habt ihr das getan? Sie hätte die Soldaten doch abschütteln können. Maße dir nicht an, mich zu kritisieren. Aber jetzt wird es der Tempel doch gerade merken. Diese Soldaten sind tot. Glaubt ihr, das merkt niemand? Ich brauche mir doch von einem Grünschnabel nichts sagen zu lassen. Und Niki? Sie ist völlig grundlos gestorben. Niki hat ihren Dienst für den Orden verrichtet. Okay. Und nun schweig. Sowas höre ich mir nicht an. Ich gehe zum Haus. Am Hafen. Wer braucht eine Hüft-OP? Wieso hat er das getan? Ich verstehe das einfach nicht. Sie könnten doch jetzt alle noch leben, wenn Callisto nicht angegriffen hätte. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich würde ja eigentlich sagen, komm mit mir. Das Blöde ist ja nur, wir stehen uns nur gegenseitig im Weg, wenn du mit mir kommst. Das ist halt ein bisschen blöd gerade. Ich weiß nicht, ob ich ihn später noch holen kann oder zu Callistos Haus schicken kann. Weißt du was? Geh erstmal zu Callisto ins Haus. Ich erkunde die ganze Stadt. Und dann sehen wir weiter. Obwohl, der will jetzt wahrscheinlich eher mit mir laufen, oder? Ich hoffe einfach mal, ich werde ihn später noch abstellen können, ja? I don't know. Komm erstmal mit mir mit. Danke. Du bist so gut. Ich folge dir. Bestimmt hat sich Callisto nach einer Weile wieder abreagiert. Dann sollten wir auch zum Hafen gehen.
Ja, genau. Ich meine, wenn ich schon merke, wie entsetzt du von ihm bist, dann will ich dich nicht zwingen, mit dem noch zusammen rumzulaufen. So, ja, die Agentin hat uns doch jetzt eigentlich nichts Brauchbares gesagt, oder? Oder? Oh, cool, der Stahl ist fecken geblieben. Ja, natürlich. Nein, stecken geblieben. Wir haben nur gesagt so, ah, da seid ihr, wohlbehalten angekommen. Sehr gut, das freut mich. Dann können wir jetzt endlich weitermachen mit unserem Auftrag. Halt, wer seid ihr da? Das ist ihr Sperrgebiet. Okay, das ging fix. Und Callisto hat eigentlich ziemlich ruhig gesprochen, dafür, dass er eigentlich die Nerven verloren hat. Hier habe ich noch irgendein paar Meter weit nach links geschleudert, aber ich glaube, ich finde seine Leiche nicht mehr. So, willst du mir vielleicht etwas sagen zur Mission, zur aktuellen? Was sollen wir jetzt machen? Was gibt's denn? Über mich, okay, das ist ausgegraut, nichts Neues. Schade, ich hatte gehofft, dass es hier noch etwas geben wird, aber... Ah, wo ist diese Nikki? Ich hoffe eigentlich gerade vielleicht irgendwelche... Befehle vielleicht an ihr zu finden. Sprachlautstärke ist auf Maximum, ja. Hm, komisch. Hat mich gewundert, weil die alle so leise gesprochen haben plötzlich. Okay, pass auf. Hallo? Wo ist mein Gras, Mann? Hier. Mach mal aus. Ah, viel besser. Das habe ich auch öfter bei Oblivion angewandt, den Trick in Anführungszeichen. Du siehst sonst einfach nicht, wo die Leichen sind. In solchen Bereichen. Helle Fackel. Nein, okay. Keine Aufträge, kein Nichts. Was sagt unser Questlog? Oh, keine aktive Mission. Okay. Also ich nehme einfach mal an, dass wir jetzt einfach mal anfangen sollen, uns umzuschauen. Da im Westen ist der untote Leech, der ist noch ziemlich weit weg. Die Pilgerreise sagt uns leider nicht, wo wir lang pilgern sollen. Kämpfe in der Arena. Das werden wir auf jeden Fall noch ausprobieren jetzt hier in der Stadt, während ich das... Oh, ein Lehrbuch sogar, sieh mal einer an. Ich glaube, die Offiziere muss ich öfter looten dann. Das nächste Hauptquestziel wird wohl einfach sein, zurück ab nach Ostian. Schau dich ein bisschen um, mein Freund. Und ja, triff dann Callisto in der Hütte, in deiner neuen Basis. Gut, weil das aber nicht so super aussieht, weißt du was, machen wir das kurz wieder an. 100%. Viel besser. So, ohne einen weiteren Umweg würde ich auch sagen, wir gehen direkt mal zurück nach Ostian. Bevor wir nämlich hier irgendwo erkunden gehen oder uns irgendwas anschauen oder sonst irgendetwas, will ich die Hauptstory nochmal eigentlich einen Ticken weitermachen. Aus unterschiedlichen Gründen. Oder wisst ihr was, wir könnten eigentlich zuerst die Nebenquests machen. Fokussieren wir uns erstmal auf die Nebenquests. Hafenarbeiterin. Bleib bloß weg. Weil wenn wir die Nebenquests machen, werden wir auch hier so ein bisschen im Südreich rumkommen. Ah, hier ist das Gesuchtbrett für die Zukunft, sehr gut. Ostian Kerker. Bevor ich aber total random anfange, hier die Stadt zu erkunden, würde ich sagen, wir lesen uns zuerst mal so ein bisschen Lore durch, ja? So ein paar Informationen zu dieser Stadt. Informationen zur staatlichen Vermögensbegrenzungsbehörde. Okay. So will es der Schöpfer, steht immer am Ende. Oh, diese Fanatiker, denen werden wir noch ordentlich was einbläuen. Ich bin auch gespannt, ob wir irgendwann dann bald den Satz aus dem Trailer von Nerim zu hören bekommen, der wahrscheinlich den meisten von euch geläufig ist. Ja, so, das einzig Erleuchtende an Religion ist ein brennender Tempel bei Nacht. Haha, versteht ihr? Ha. Sie können sogar flache Witze reißen, während sie Reden schwingen. Werte Bürger Ostians, der Tempel hat im Namen des Schöpfers gehandelt und so in Ostian die staatliche Vermögensbegrenzungsbehörde installiert. Mit Reichtum, Wohlstand und Geiz handelt es sich um eklige und trübe Einflüsse in dem klaren Bergsee des Glaubens, die den Menschen nicht zustehen.
Zur Beschwichtigung unseres Herrn hat der Tempel auf diese Unwürde der Menschheit reagiert. Die staatliche Vermögensbegrenzungsbehörde dient dazu, das Volk von Ostian im Namen des Tempels von unnötigen und überflüssigen Reichtümern zu befreien, welche die Geister der Bürger noch mehr korrumpieren, als sie es ohnehin schon sind. Dazu hat der Tempel die besten Vermögensbegrenzer des Landes rekrutiert, welche freiwilligen Helfern gerne das Handwerk der Vermögensbegrenzung lehren. Im Falle freiwilliger Abgabe überflüssiger Reichtümer erstattet die Vermögensbegrenzungsbehörde dies mit einem Vergebungsgebet, um den Zorn des Schöpfers auf unwürdige Schatzanhäufer zu mindern. So will es der Schöpfer. Wow, okay. Die werden ja ganz schön unterdrückt hier religiös, noch stärker als ich es erwartet hätte. Wir nehmen euch alles, weil Reichtum korrumpiert nur. Und das dürft ihr auch nicht. Und das ist auch kacke. Und hinten haben wir ja schon bemerkt, irgendwelche Leute sind uns hinterhergeschlichen. Das ist hier kein offizielles Gebiet und so weiter. Sperrgebiet. Lagerhöhle. Mit einer gewaltigen Tür. Naja, Unterdrückung. Da wird es wahrscheinlich nicht so schwer, die Leute ein bisschen aufzuwiegeln. Gut, ich möchte eigentlich gerade nur das Haus finden von, ne? Wie heißt der Kerl? Callisto. Vielleicht noch den nächsten Schritt in der Quest annehmen und dann sehen wir weiter. Haus am Hafen, das wird's sein, oder? Hat zwar keinen besonderen Namen, aber ich glaube, es wurde auch nur gesagt. Ja, ich hab da so ein Haus am Hafen. Ja, tatsächlich. Das ist also unsere neue Basis, Kim. Kannst dich schon mal wie zu Hause hier fühlen. Ah, da seid ihr ja. Ich denke, wir sollten uns jetzt an unsere Aufgabe machen. Nun, Arantial hat mir vor unserem Aufbruch einen Brief gegeben und ich habe ihn bereits gelesen. Hört zu. Der zentrale Punkt des Plans ist es, die gespannte Stimmung hier auszunutzen, um letztendlich eine Revolution auszulösen. Das Volk, der Pöbel, ist stets der willigste Helfer einer jeden Diktatur. Doch auch deren größte Gefahr. Darauf läuft es hinaus. Ihr habt vielleicht schon die Statue auf dem Stadtplatz gesehen. Ja, schön scheußlich, wenn ihr mich fragt. Auf jeden Fall hat dieser Steinhaufen eine große Bedeutung. Er ist das Symbol für diese abartigen Lehren des Tempels. Und so wird die Statue auch behandelt, den Soldaten nachzuurteilen. Nun, wir brauchen einen Auslöser für die Revolution. Und was würde sich besser eignen, als diese vermaledeite Skulptur in die Luft zu jagen? Es ist doch nur eine Statue. Wie soll es eine Revolution auslösen, wenn man eine Statue sprengt? Sie ist in erster Linie ein Symbol. Sie steht für den Tempel. Und wenn genügend Menschen mit dem wahren Willen dahinter stehen, kann die Sprengung einer Statue, die Sprengung eines Symbols, das ganze Land verändern. Wenn ihr meint. Natürlich. Ein Mensch mag unberechenbar sein. Ein ganzes Volk dagegen macht immer das, was man von ihm erwartet. Wir sprengen also diese Statue. Dazu brauchen wir Sprengstoff und jemanden, der damit umgehen kann. Viel wichtiger wird es aber sein, dafür zu sorgen, dass weniger Soldaten um die Statue herum und in der Stadt allgemein sind. Wir werden die Wachen vergiften, nicht tödlich. Arantial will unnötige Opfer vermeiden. Nun, da es am leichtesten wäre, den Soldaten das Gift über die Nahrung zuzufügen, diese ganz zufällig im Tempel zubereitet wird, werden wir als erstes in den Tempel eindringen. In den Tempel. Wir brechen in das bestbewachte Gebäude von ganz Nerim ein. Durchaus. Und wenn dir das nicht passt, hast du eben Pech gehabt. Und wo sollen wir das Gift hernehmen? Wir bereiten es selbst zu. Und die Zutaten suchen wir uns im Tempel zusammen. Arantial hat mir da ein Rezept gegeben. Ich muss mir aber noch was überlegen, wie wir in den Tempel reinkommen. Das wird seine Zeit dauern. Ihr könnt euch also noch ein wenig hier umsehen. Stellt aber keinen Unsinn an. Und bleibt unauffällig. Klar? Jawohl, Herr Offizier. Ohne Witz, Kim. Also da muss ich dir jetzt endlich mal auch zustimmen. Alter, Callisto? Der war mir von Anfang an schon so ein bisschen so, okay, ja, scheint ganz cool zu sein, der Kerl. Aber sobald er mit Arantial in Kontakt kam, jawohl,
Da wurde er irgendwie so zum speichelleckenden Schoßhündchen ein wenig. Und jetzt gerade eben eiskalt hat er die Wachen abserviert. Gerade sagt er noch so, ja, das Gift ist natürlich nicht tödlich. Arantial will ja keine unnötigen Opfer irgendwie hervorbringen. Aber was macht er da gerade eben mit den Stadtwachen? Anstatt sich zu versuchen, aus der Situation rauszureden, ballert er sie einfach alle weg in Grund und Boden. What? Callisto, also irgendwie halte ich mal ein bisschen zurück. Gib mir alle Pläne von Arantial und ich werde das vielleicht mal ein bisschen übernehmen, ne? Das ist nämlich du bist ein bisschen unberechenbar geworden, mein Freund. So, Callisto hat uns Arantials Plan für das Südreich eröffnet. Er will, dass wir die Statue im Zentrum Ostians sprengen, ganz genau, um eine Revolution auszulösen. Zuerst müssen wir aber die Wachbesatzung dezimieren, indem wir das Gift in die Nahrungsvorräte mischen. Dazu muss er sich einen Plan ausdenken. In ein paar Tagen dürfte er damit fertig sein. Ich sollte die Zeit nützen, um mich umzusehen und passende Ausrüstung zu finden. Am besten, ihr habt Stufe 20 oder mehr gereicht. Stufe 20? Ich bin 34. Zumindest war das, was ich als letztes noch im Kopf hatte. Jawohl. Und nicht mehr so weit entfernt von 35. Sehr gut. Noch was zu sagen? Lass mich nachdenken. Ich werde nicht schneller zu einer Lösung kommen, wenn ihr ständig hier herumtollt. Ständig herumtollt? Du hast gerade eben vor einer Minute den Satz fertig ausgesprochen, Alter. Geh mir nicht auf die Eier, Mann! Leere Flasche, Freudenherz, Freudenherz, Gabor. Irgendwas hier? Irgendwas in der Ecke? Diese orangene Fackel gefällt mir irgendwie richtig gut. Du, Kim, irgendein Kommentar zu der ganzen Situation hier? Willst du, dass ich mit dir komme? Nein, bleib hier. Schade. Aber wenn du meinst... Ach komm, das ist jetzt kein Weltuntergang, jetzt tu mal nicht so. Schau dich auch ein bisschen in der Stadt um, dich zwingt ja niemand hier mit Callisto zusammen rumzuhocken. Ach schade, ja mein Gott. Stell die nicht so her, du Waschlappe. So, ich gehe jetzt einfach mal hier nach oben. Historie Carbaids, hier, das könnte schon als ketzerische Schrift irgendwie verkauft werden. Schade, in dem eigenen Haus keine Lagertruhe, wirklich nicht? Gar nichts? Okay. Ich hätte erwartet, wenn das jetzt als meine Basis gelten soll, dass hier vielleicht irgendeine Kiste ist, wo ich dann wieder schön brav auf alles zugreifen kann. Oh. What? Wie viel Uhr haben wir? Morgens. Stimmt wieder irgendetwas nicht mit meiner Reichweite oder ist der Nebel einfach gerade so stark? Dammit, Leute! Irgendwie will mich ja alles einen Strich durch die Rechnung machen. Ich habe mir gerade gedacht, wisst ihr was, wenn ich da rauskomme aus dem Haus und bevor wir mit dem Erkunden von Ostian anfangen, gebe ich euch einen schönen Genießermoment hier. Was passiert? Nebel. Ey! Was soll das denn? So, besser. Bitteschön, meine Freunde. Darf ich vorstellen... Ein schlafender Bettler. Nein! Ostian!